Ich habe mir gedacht, wenn man schon mal aus der eigenen YouTube-Höhle kriecht, mit Greenscreen und allem drum und dran, dann wenigstens an einen würdigen Ort. Und deshalb komme ich heute live. Ich bin Energetiker, Astrologe und beschäftige mich ja schon lange mit den Zusammenhängen von Energiefeldern, vor allem auch im zwischenmenschlichen Kontext. Und deshalb geht es heute um die Energievampire. Naja, das ist ja so ein Showbegriff. Also Energievampir, da hört man gleich mal hin, klickt hoffentlich aufs Video, teilt es, liked es und abonniert den Kanal. Und heute möchte ich dir mal sagen, wie du zu einem Energievampir wirst. Denn ich kenne ganz viele Leute, die sich zwar als Opfer eines Energievampirs sehen, vielleicht im Firmenkontext, also eine Kollegin ist so bösartig und die zieht einem richtig die Energie raus. Also das höre ich ganz, ganz oft. Aber kaum einer sagt, ich glaube, ich bin Energievampir. Bevor ich näher darauf eingehe, was ist denn so ein Energievampir, möchte ich dir einfach mal so ein paar Ansätze geben, ein paar Ideen geben. Energievampir heißt ja, es ist jemand, der saugt anderen die Energie aus. Was bedeutet das, wenn jemand zu saugen beginnt? Also was hat denn diese Person? Diese Person hat auf jeden Fall ein Defizit. Es ist eine bedürftige Person. Diese Person braucht etwas, dass sie womöglich aus sich selbst heraus nicht generieren kann. Und deshalb beginnt sie dann so Energie zu zocken mit anderen. Und das ist natürlich spannend. Wenn man das einmal erkennt, okay, es ist eine bedürftige Person, ist ein Energievampir, dann kann man bei sich selber schon mal schauen, okay, wo bin ich denn bedürftig? Wo brauche ich Aufmerksamkeit? Wo brauche ich besondere Liebe? Wo brauche ich besondere Zuneigung? Wofür brauche ich besonderes Lob, was ich mache? Oder würde ich mir mehr Lob wünschen, als ich vielleicht bekomme? Also Defizit ist immer ein gutes Zeichen zu erkennen, okay, man schaut, dass man das bekommen kann. Und Energievampire haben halt dann gute Maschen entwickelt. Das heißt, das sind oft sehr, auf den ersten Blick, charmante, nette Leute, sehr zuvorkommende Leute. Und da muss man auch schon wieder aufpassen, zu sagen, wenn jemand zu nett ist, um eigentlich wahr zu sein, dann stimmt da meistens was nicht. Das heißt, warum ist diese Person besonders nett? Warum setzt sich diese Person zuerst besonders für dich ein? Denn durch solche charmanten Dinge und Entgegenkommen wird dann oft eine Tür geöffnet. Und wenn dann erstmal so eine Tür geöffnet ist, dann geht da natürlich die Energie viel leichter raus. Also es ist wirklich so, wenn du jemanden im Umfeld hast, wo du denkst, du bist besonders nett oder du glaubst selber, du bist so besonders nett am Anfang und besonders entgegenkommend, ja, dann ist das oft ein Zeichen für Energievampire, denn das ist eine Kompensation. Im Innersten ist man bedürftig, aber zuerst ist man besonders nett. Man gibt jemandem Geld, bringt jemandem einen Kuchen, man macht irgendwelche Gefallen, die man normalerweise so schnell nicht macht oder die womöglich Mitglieder der eigenen Familie gar nicht für jemanden machen. Und das wären dann auch so Punkte und ein bisschen so Ideen, wo man vielleicht erkennen kann, dass da ein energetisches Defizit da ist und dass man dann zum Energievampir wird. Also erstens ist einmal das Gefühl, etwas zu brauchen oder etwas nicht zu haben. Und das zweite ist, ich bin besonders nett. Ich bin besonders nett und glaube das auch von mir. Und da muss man immer aufpassen, denn da fängt man dann oft einmal an, so Energie abzusaugen. Das dritte, und das geht wieder zurück aufs erste mit dem Defizit, ist das Gefühl, alle hängen sich an mir auf. Also dieses Gefühl, ich bin das größte Energievampir-Opfer. Das haben dann oft die Energievampire selber. Ich höre das ganz oft von Klienten, dieses, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann das nicht vom Energetischen, ich bin da immer so gedämpft, ich habe immer, es ist egal, ob es jetzt gesundheitlich ist, ob es psychisch ist, ob es irgendwelche Ängste sind. Der Punkt ist einfach, das ganze Umfeld beginnt Rücksicht zu nehmen auf eine Person und wenn du die Person bist,
wo dann viel Rücksicht genommen werden soll, also wo viel Verständnis gebraucht wird, viel Rücksicht gebraucht wird, das ist dann auch wahrscheinlich, dass du vielleicht ein Energievampir bist und dann würde ich mal ein bisschen am Hals checken. Okay, das wären so eigentlich meine drei Punkte. Und vom Urlaub, vom herrlichen Italien aus einmal gesendet. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Und ich hoffe natürlich auch, dass der Ton so halbwegs passt. Das sehe ich aber jetzt erst im Studio. Lass mir deine Gedanken, deine Kommentare dazu da. Ich weiß, das ist oft so ein bisschen ein unangenehmes Thema noch dazu, wenn man sagt, okay, da zeigt jetzt jemand mit dem Finger auf mich. Aber so ist es nicht gedacht. Es ist absolut nicht die Idee zu sagen, Energievampire sind gut oder schlecht. Denn letzten Endes ist es nur ein Zocken um Energie. Es ist immer ein Energiespiel hier auf der Erde. Und die, die besonders viel brauchen, sind halt immer dann die Armen, denen geht es ja auch nicht gut. Ist ja nicht so, dass ein Energievampir heimgeht und sagt, mir scheint jetzt die Sonne aus dem Hintern. Also deshalb einfach mal ein bisschen Bewusstsein, nachschauen, einen Check und jetzt weißt du, wie du zum Energievampir wirst. Und wenn du einer bist, beim nächsten Video kommt was, wie du es abwehren kannst, beziehungsweise wie du die Dynamik etwas ändern kannst. Ich bin Oliver Jareni, diesmal aus Italien und nicht aus dem wunderschönen Linz und ich wünsche dir eine gute Zeit. Tschüss!